Pressekonferenz nach der Partie unseres SV Waldhof gegen den FC Fortuna Wattenburg. Steinberg, vor 5068 Zuschauern siegte der SVW mit 4:2. Zu meiner Rechten grüße ich den Gästetrainer Herr Hassler und zur Linken unser Cheftrainer Gerd Reis. Herr Hassler, Ihr Statement zum Spiel bitte. Ja, erstmal Glückwunsch hier nach Mannheim zum verdienten 4:2-Sieg. Ich denke, wir haben uns hier viel vorgenommen und haben auch für unsere Verhältnisse ein sehr, sehr gutes Spiel abgeliefert. Wir sind zwar in Rückstand geraten, kamen dann aber durch eine Standardsituation zum Ausgleich, aber letztendlich war auch Waldhof Mannheim schon in der ersten Hälfte spielbestimmend und ist auch aus meiner Sicht verdient in 2:1 in Führung gegangen, beziehungsweise in die Pause. Und nach dem Wechsel wollten wir uns dann ein bisschen konsolidieren und wollten dann mehr Impulse nach vorne setzen, als das im ersten Abschnitt der Fall war. Und sind dann leider komplett kalt erwischt worden mit einem Schuss, den der Torwart eigentlich halten kann, und mit einem Elfmeter, für den es eigentlich hätte 2 Elfmeter geben müssen. Und somit war das Spiel dann eigentlich gelaufen. Und als es dann 4:1 stand, da haben wir unsere beste Phase gehabt, da hatten wir auch gute Chancen. Aber letzten Endes muss man dann auch konstatieren, dass das dann halt auch der Unterschied in puncto Effizienz ist, wenn eine Mannschaft, die so ausgebufft ist und so eine Top-Mannschaft ist wie Waldhof Mannheim und die mit einem Bein in der dritten Liga steht, gegen eine Mannschaft trifft, die mit einem Bein dann in der ersten Liga steht. Nichtsdestotrotz gehen wir optimistisch an die kommenden Aufgaben ran. Ich denke, wir haben alles abgerufen, was bei uns und Jungs möglich war. Aber der Sieg ist absolut verdient, muss man sagen, weil Waldhof einfach total effizient war und weil man immer das Gefühl hatte, wenn sie müssen, können sie es nochmal anziehen. Und letzten Endes gibt es ja auch die Weisheit, ein gutes Pferd springt immer nur so hoch, wie es muss. Und das war heute der Fall. Ich wünsche dem Club viel Erfolg in der Aufstiegsrunde. Ich denke, ein Club wie Waldhof Mannheim mit der Geschichte, mit der Tradition, insbesondere im Profifußball, ist gern gesehen im Fußball Deutschland, wenn es ja auch wieder in dem Profifußball dann. Dankeschön. Danke, Herr Hasler. Gerd, ein Statement zum Spiel, bitte. Gut, erstmal vielen Dank für die Wünsche, für die nähere Zukunft. Ich denke, unterm Strich war es für uns ein verdienter Sieg, wobei natürlich, denke ich mal, auch jedem nicht verborgen geblieben ist, dass wir sicherlich schon bessere Spiele abgeliefert haben. Aber ich denke auch, dass die Anspannung bei der Mannschaft sehr groß war, dass man heute den finalen Schritt gehen kann. Und ich denke, das hat sich dann teilweise auch auf dem Spielfeld wiedergespiegelt. Nichtsdestotrotz, denke ich, war der Sieg verdient. Was mich, will dann sagen, ärgert, aber was sicherlich zu vermeiden gewesen wäre, waren die beiden Gegentore, wo man einfach zu fahrlässig waren. Und ich denke auch, über die 90 Minuten waren doch einige Unzulänglichkeiten in unserem Spiel, wo wir eigentlich besser können. Und das gilt jetzt, nachdem wir das nach dem heutigen Spiel das Etappenziel und Relegation erreicht haben. Und das gilt jetzt in den nächsten Tagen und Wochen natürlich wieder dahingehend zu steuern, dass wir, wenn die 2 Spiele sind, alle Spieler in Topform haben und daran werden wir arbeiten. Nichtsdestotrotz ist auch klar, in 2 verbleibenden Spielen wollen wir nochmal optimal punkten. Und ich denke, es ist auch von uns ein Ziel, den Meistertitel zu verteidigen. Da werden wir alles dran setzen und dementsprechend, wie gesagt, Trainingswoche und Spiele angehen, um dann letztendlich den Meistertitel zu holen und natürlich dann auch in den beiden Relegationsspielen erfolgreich zu sein. Vielen Dank. Danke, Gerd. Gibt es von Seiten der Presse Fragen an einen der beiden Trainer? Wenn ja, bitte ich um ein kurzes Handzeichen, damit ein Wurfpunkt gerecht werden kann. Dies scheint nicht der Fall zu sein. Für unsere Gäste aus Wattenborn geht es am kommenden Samstag gegen die SV Elversberg. Unsere Mannschaft spielt einen Tag später beim FC Nöttingen. Ihnen bis dahin eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.